Dad, wenn ein Junge auf dich steht, tut er dann so, als ob er nicht auf dich steht? Und wenn er so tut, als ob er nicht auf dich steht, wie merkst du, dass er doch auf dich steht? Es gibt Kinder. Welcher Junge steht dann auf dich? Ist nur eine Frage, es geht um keinen bestimmten. Oh oh, die Pubertät lässt grüßen. Es gibt Erwachsene. Wie wär's mit einer Blümchentapete für dein Zimmer? Wie wär's mit dir? Und dann gibt es noch Vader. Hast du Lust, deinen Onkel Phil in Los Angeles zu besuchen? Nein, tut mir leid, Vader fährt nicht nach Los Angeles. Das ist mein letztes Wort und keine Widerrede. Hol mir aber nichts vor, wenn du mit einem Schild am See im Leichenschauhaus aufwachst und dich nicht mehr erkennst, weil dir ein Surfer übers Gesicht gebrettert ist. Ich bin in 137 Stunden wieder da. Viel Vergnügen, aber nicht zu viel. Amerikas Lieblingsliebling ist wieder da. Ich soll nicht mit Fremden sprechen. Onkel Phil gibt mir einen Fünfer, wenn ich dich abhole, aber jetzt halt erst bei Lieferung. Hast du Sauerstoffmangel im Gehirn oder ist das ein Charakterproblem? Ich bleib nur 5 Tage hier. Du kannst gern einen Privatfremdenführer haben. Mich? Sie wird erwachsen. Ich habe eine hohe Schmerzschwelle. Dieser Brauch ist echt barbarisch, rundum. Aber sie bleibt immer my girl. Das ist so eine Art Andenken an einen Freund. Eine Männergeschichte? Er war mein bester Freund. Ich glaube nicht, dass dein Vater dir erlaubt hat, dir die Ohren stechen zu lassen. Rasier dir nicht auch noch die Beine. Du darfst uns nie wieder besuchen, wenn ich dich mit Löchern und ohne Haare nach Hause schicke. Was sagst sie du? Sie ist kein Kind mehr, Harry. Sie ist eine junge Frau. Und sie befindet sich kurz vor einem... Desaster! Die Katastrophe wartet hinter jeder Palme auf sie. Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Austin O'Brien und Anna Klumsky. My Girl 2, meine große Liebe. Ich bin 13. Es wird Zeit, dass ich mein eigenes Apartment habe.